Jo. Oh. Intro fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Das verwirrt mich gerade auf jeden Fall. Willkommen zu einem erneuten Video, Freunde. Und heute bin ich nicht am Kochen, wie ihr sehen könnt. Ja, heute bestellen wir was. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Da dachte ich mir, komm, bestell mal wieder was Leckeres. Und ja, bevor es dann gleich zum Bestellen wieder rüber geht, Freunde, wie immer. Abonnieren, lasst einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke. Wir sind fast schon bei der 700, also wir kommen der Zahl Taui, also 1000 ein bisschen näher. Also ballert mal schön rein, ne? Also lass mal auf die 1000 kommen. Und ja, ich würde sagen... So, Freunde, ich bin auch direkt hier auf der Seite drauf. Man munkelt von diesem Burgerladen hier, Fat Burgers. Der soll den In-N-Out Burger ähneln. Ich glaube, ich ein Menü bestellen soll. Weil ich guck mal, hier gibt es Topping and Well. Fat Burger Double. Oh mein Gott. Wirkt er mit Double Fleisch und doppelt Käse. Das sieht auf jeden Fall mies aus. So, dann habe ich einmal den Double Fat Burger, also Fat Double und Fat Fries. Und das soll den In-N-Out Burger ähneln, weil der hat doch dieses Animal Style mäßig drauf, sehe ich, mit gegrillte Zwiebel auf die Pommes. Und ja. Komm, geh ich ein bisschen Trinkgeld, ne? Nur Bestellung. So, Freunde, unser Burger ist auf jeden Fall bestellt. Und jetzt kommt die Frage, ähnelt er den In-N-Out Burger? Also der Burger sieht auf jeden Fall schon mal absolut aus wie von In-N-Out ein bisschen, muss man ehrlich sagen. Also vom Aussehen her schon. Jetzt frage ich mich, ob der geschmacklich auch ähnelt. Deswegen habe ich diesen Double geholt und diesen Pommes mit Animal Style. Also in Amerika ist es ja Animal Style mit den Zwiebeln. Da ich noch nicht in Amerika war und ich nicht weiß, wie er so genau schmeckt, aber eine kleine Ahnung habe, da ich den Burger schon mal nachgemacht habe, Soßentechnik und so, kann ich schon ein bisschen meinen Senf so dazugeben. Checken jetzt ab. Wir warten jetzt auf den Burger und dann sehen wir uns gleich. Bestellt. Essen ist unterwegs. Schau mal kurz nach. Späteste Ankunftszeit. 19 Uhr, oder? 18:30 Uhr. Wenn nicht, dann 19 Uhr. Das heißt, ungefähr noch eine halbe Stunde, dann ist das Essen da. Ungere. Essen ist da. Hi. Hallo. Ich war auch kein Gott. Nein? Okay, danke. Ciao. Ungere. Eats. Boah, das riecht schon heftig, ja. Jetzt wird's getestet. So, Freunde, wir haben jetzt unseren Burger. Ich glaube, hier haben wir den. Jawohl, hier kommen wir jetzt zu dem Burger. Wow. Oh mein Gott. So. Das ist auf jeden Fall der Burger. Ich hoffe, dass man das so sehen kann. Der ist auf jeden Fall schön. Der sieht schon schön aus. Also das Auge ist gerade auf jeden Fall heftig mit. So wie bei den Pommes hier, mit den Zwiebeln hier. Das sieht schon mies aus. Also Bun fühlt sich weich an, schön. Das Fleisch auch schön durch, auch schön gesmashed. Die Käse, Sauergürkchen dabei, Zwiebeln, Salat, Tomaten. Ist auf jeden Fall für eine Lieferung, also dass es geliefert worden ist. Das ist sehr, echt sehr gut noch. Wir hauen jetzt diesen Biest hier rein. Und ja, Bismillah. Wow, Alter. Also, ich versuche gerade herauszufinden. Sorry, Leute, aber der ist sehr lecker. Der ähnelt ein bisschen. Ich finde nicht, dass er den In-N-Out ähnelt. Ich habe ja schon diese Soße nachgemacht und die Soße ist ganz anders als er. Der ähnelt mehr einem Cheeseburger. Nur, dass er mit Salat drauf jetzt ist, ne? Also Cheeseburger, klingt normaler Cheesy, mit Salat, Tomaten, sowas drauf. Aber natürlich, das Fleisch ist viel besser und saftiger und allgemein. Du schmeckst das Gewürz im Patty. Das hast du nicht überall, dass du diesen Gewürz hier schmeckst. Aber dieser Burger, gut. Nur der Bun ist halt so, weiß nicht, dieses Brioche-Bun. Wisst ihr, was ich meine? Weiß ich nicht, Digga. Er hat noch hier dieses, es ist so, das heißt teigig, aber so zu voll, so dick. Der muss so ein bisschen, wenn du einmal anfasst, dass er wirklich so, ah, ihr wisst schon, was ich meine, ja. So, der muss wirklich so einweichen, der muss sich mit dem Burger zusammenziehen. Der muss so wirklich eingeengt, so wie bei dem Five Guys Burger. Wenn ihr den aufmacht, ihr habt den bestimmt gegessen, der ist schon eingeengt, der ist so richtig gematscht. Das ist für mich so der Burger. Der ist lecker, ich sag nicht, dass der nicht lecker ist, aber er kann auf jeden Fall mitgehen. Kommen wir zu den Pommes. Ich werde das auf jeden Fall noch so einblenden. Wie ich sehe, sind die Zwiebeln hier, ich weiß nicht, sind die karamellisiert? Das weiß ich nicht, weil die sehen anders aus. Aber bei den, in den Animal Style ist sie auch karamellisiert. Nur bei den Burger war jetzt keine karamellisierte Zwiebel drin. Aber bei denen, guck mal, die Pommes, sieht auf jeden Fall schon heftig aus. Also noch handgeschnittene, also selbstgemacht geschnittene Pommes. Nur mal so, ne? Soße, ich glaube, das ist dieselbe Soße wie vom Burger. Ja, genau wie bei In-N-Out. Die verwenden ja dieselbe Soße wie vom Burger und die karamellisierten Zwiebeln. Aber ich finde die Zwiebel, ich habe jetzt die Zwiebel hier drauf. Weiß ich aber, bei die Zwiebel fehlt das leichte Süße, finde ich jetzt, für mich. Aber die Pommes ist okay. Also, was soll ich sagen? Pommes, ne? Pommes. So, ich werde es auf jeden Fall hier oder hier oder ich weiß nicht, Bildschirm teilen. Ich würde das so einblenden lassen, so In-N-Out-mäßig und der. So, ja, In-N-Out, ist das? Ja, ich glaube nicht. Aber der Burger ist lecker. Davon rede ich jetzt nicht ab, aber der Burger ist echt sehr miese lecker.
Bun könnte noch ein bisschen besser sein, aber wie gesagt, erinnert den Cheesy, ja. Kommen wir zu den Bewertungen. Echt. Also die Pommes, die bekommen von mir eine glatte 7. Ich berechne noch diese Lieferungszeit noch und dies, das, Wärme. Also die war warm, als sie angekommen ist, aber die war jetzt nicht so warm. Die kriegt auf jeden Fall eine glatte 7, die Pommes. Ich nenne das, aber diese Gesamt, das ist eine Gesamtbewertung vom Essen her, vom Pommes. Zwiebeln, ne, hat mir ein bisschen nicht so, die Zwiebeln gefallen mir, da fehlt das ein bisschen süß in den Zwiebeln. Die Wärme, halt die Lieferzeit, da kommt alles auch mit drauf, 7,5. Ich habe echt nicht lange gewartet, ich glaube 30, 40 Minuten. Nur bei dem Burger bin ich echt schwer, weil ich sage so, ab 5 oder 5,5, ich denke sogar ab 6, 5,5 bis 6, sage ich, ist empfehlenswert. Wenn ich sage 6, dann heißt das auch, ja, du kannst essen. Aber ist wieder so anders, ne? Jeder hat so seinen Geschmackssinn, jeder schmeckt anders. Deswegen ist so mein Geschmack mäßig, ja, ne? Und ja, ich sage das. Der Burger kriegt von mir eine starke 7,8. Eine starke 7,8. Ich glaube, ich würde so eine 7,8, glaube ich, geben. Randy zum Beispiel hat einfach dieselbe Bewertung abgegeben wie ich. Wir schwimmen auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene. Unsere Geschmacksknospen nähern sich, beziehungsweise gleich. So. Die esse ich jetzt schon auf. Wirklich, so. Ja. Wir kommen jetzt auch zum Ende, Leute. Und ja, wie gesagt, Burger war gut, kann man machen zum Bestellen. Ab und zu wird auf jeden Fall gut sein. Und ja, und wenn ihr wollt, dass ich mal diesen Laden besuche und alles andere mal abchecke, dann sagt mir Bescheid, Leute. Ich glaube persönlich, also ich glaube im Laden frisch schmeckt, glaube ich, noch mal eine Nummer besser. Lasst einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke. Fetzt diesen Abo-Button, Leute. Lasst uns die Taui knacken. Und dann heißt es wieder, wir sehen uns nächste Woche Sonntag, aller frisch wieder. Und peace out.